Baldorfisch ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Gift, existiert seit der zweiten Spielgeneration und seit Pokémon-Legenden Arceus besitzt es eine Regionalform namens Hisui-Baldorfisch, in der es den Typen Unlicht und Gift angehört. Baldorfisch ist ein kleines kugelfischähnliches Pokémon, welches dunkelblau und gelb auftritt. Der Torso ist dunkelblau auf der oberen Hälfte und gelb auf der unteren. Die Schwanzflosse besitzt eine dicke äußere Umrandung von dunkelblauer Farbe. Außer zwei ebenso dunkelblauen ovalen Flecken ist der innere Bereich der Flosse gelb. Baldorfisch verfügt über füllige rosafarbene Lippen. Der kugelrunde Körper des Wassergift-Pokémon ist mit mehreren schwarzen, kurzen Stacheln bespückt und die Augen bestehen aus weißer Lederhaut und kleinen runden und schwarzen Pupillen. Das Hisui-Baldorfisch bekommt ein nochmal bedrohlicheres Aussehen. Seine obere Hälfte nimmt eine dunkle Farbe an, wobei die Spitzen der Stacheln einen giftlilanen Farbton erhalten. Auch der Mund nimmt dabei diese Farbe an. Und der Schweif, der in der Sinnoh-Form zwei ovale Formen nebeneinander aufweist, hat in der Hisui-Form eine schwarze Färbung und ähnelt hier der Zahl 6. Baldorfisch nutzt seine Giftstacheln für Attacken wie Giftstachel, Gifthieb und Toxin. Auch seinen Bezug zum Wasser findet man im Angriff wieder durch beispielsweise Aquaknarre, Lake und Nassschweif. Zu seinen Fähigkeiten zählt zum einen Giftdorn, wodurch es die gegnerischen Pokémon mit physischen Angriffen, also bei Berührung eventuell vergiftet, und die Fähigkeit Wassertempo, die seine Initiative bei Wettereffekt Regen steigert. Seltene Exemplare besitzen die Fähigkeit Bedroher, die den Angriffswert des Gegners senkt. Baldorfisch lebt hauptsächlich in offenen Gewässern, aber beispielsweise auch in den Gewässern der Untergrundhöhlen. Die kleinen Stacheln an seinem Körper sind aus Schuppen entstanden, mit denen es Gift injiziert. Um seine Stacheln abfeuern zu können, sorgt es Wasser ein, um sich aufzupumpen, nutzt dann den Druck des Wassers, um die giftigen Stacheln aus seinem Körper zu verschießen. Es bläst sich zudem auf, um gegenüber anderen Pokémon größer zu wirken. Baldorfisch hat keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Seit Pokémon-Legenden Arceus existiert mit Hisui Baldorfisch eine Regionalform, welche sich zu Myriador entwickeln kann, wenn die Attacke Giftstachelregen 20 Mal in der Krafttechnik eingesetzt wurde. Mit seiner Typenkombination in der Sinnoh-Form nimmt es halben Schaden gegen Feuer, Wasser, Eis, Kampf, Gift, Käfer, Stahl und Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Boden- und Psycho-Attacken, der Rest macht normalen Schaden. Bei Hisui Baldorfisch gibt es eine Besonderheit: Es ist immun gegen den Psychotypen, es sei denn, der Gegner setzt Wunderauge ein, dann macht Psycho tatsächlich doppelten Schaden. Halben Schaden machen Pflanzen-, Gift-, Geist- und Unlichtattacken, doppelten Schaden Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.